zurück bei Österreich auf Reisen. Wir sind da jetzt auf Kulippe im Castaway Resort. Wir haben einen Bungalow mit ein bisschen Meerblick, aber besser als die anderen, weil wir sind trotzdem aufs Meer und es kommt hier Luft dazu und so weiter und so fort. Meer und den ganzen Strandbereich zeigen wir euch nachher. Wir haben hier zwei wunderbare Hängematten. Total gemütlich zum Herumschwingen. Ich würde es euch ja zeigen, aber dann haut es mir runter, breche ich mir das Gesicht, das ist auch nicht gescheit. Da haben wir am Abend zum gemütlichen Raussitzen. Da haben wir einen Besen, da kann man dann davon fliegen. Ja, also gemütlich, sehr nett. Da haben wir die Stiegen, mit denen man halt dann heraufkommen kann. Das heißt also, man darf ja nicht betrunken sein, weil sonst kippt man gleich wieder runter. Wir haben auch schon so große rote Tausendfüßler gesehen. Nicht so leiwand, aber ja. Schauen wir uns vielleicht einmal das Innere vom Bungalow an. Hochsicherheit. Da kann man überall das Ganze verdunkeln, da kann man runterlassen. Man kann rausschauen, da ist nicht so toll. Hier Ablagemöglichkeiten, da der Tresor, ganz wichtig. Da haben wir unseren Schlafbereich. Da haben wir auch ein Moskitonetz. Angeblich gibt es Moskitos, wir haben jetzt noch keine gemerkt gehabt. Wir haben diese Tausendfüßler gesehen, aber ansonsten nichts. Zur Kühlung haben wir oben einen Ventilator, der sehr angenehm ist. Der rennt die ganze Zeit und das ist viel besser, finde ich, als eine Klimaanlage, weil es halt nicht so extremst kalt wird, aber trotzdem zum Schlafen wirklich, wirklich angenehm ist. Castaway, alles reduziert. Steckdosen zweit haben wir trotzdem, Licht haben wir trotzdem. Da geht es jetzt ins Badezimmer mit Vorhang. Hat man vielleicht auch ein Licht, dass man was sieht. Da Badezimmer, WC, Dusche. Dusche, wunderschöne Regendusche. Man muss nur sagen, es gibt kein Warmwasser, aber der Vorteil ist, dass das Wasser da eh nicht so kalt ist und eine angenehme Erfrischung ist. Und man duscht halt auch ein bisschen kürzer als sonst. Das ist für den Wasserverbrauch auch nicht so schlecht. So, wir gehen jetzt zum Strand und melden uns später wieder, zeigen euch dann nachher, wie es dort unten ausschaut. 3, 2, 1, wo sie.